Mein Name ist Burkhard Wehner, ich bin Gründer und Leiter des Berliner Vokalensembles Vox Nostra und wir haben uns auf die Vokalmusik des Mittelalters spezialisiert. Zu Beginn der Pandemie habe ich mir die Frage gestellt, gab es in der Vergangenheit ähnliche Situationen, wo Menschen verzweifelt waren und vielleicht auch mit Musik gegen diese Pandemie angekämpft haben? Und ich bin auf einen spektakulären Fund gestoßen, eine Messe gegen die Pest, eine Missa contra Pestilentiam aus dem 14. Jahrhundert. Diese Messe gegen die Pest wurde von Papst Clemens dem 6. 1348 in Avignon zusammengestellt, um diese verheerende Pandemie zu bekämpfen mit musikalischen Mitteln. Bei weiteren Recherchen habe ich Gesänge für die Pestheiligen Sebastian und Rochus entdecken können, die seit über 400 und 500 Jahren nicht mehr erklungen sind und die wir in 4 Konzertprogrammen zusammengefasst haben und jetzt wieder aufführen. Auch die deutschsprachigen Gesänge der Geißler haben sich im 14. Jahrhundert direkt auf die Pest bezogen. Gott zu besänftigen war das Mittel der Zeit und die Gesänge sollten helfen, einen erzürnten Gott davon zu überzeugen, doch die Pest so schnell wie möglich zu beenden. Und mit dieser Musik wollen wir Vox Nostra Trost und Hoffnung spenden für die Zukunft.